So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in ETS 2. Und ich bin nicht alleine, denn ich habe diesmal einen Mitfahrer. Moin. Der Mr. Junkie Play ist dabei. Und wir machen jetzt aber richtig im Rahmen des Let's Plays, habe ich mir gedacht, so ein bisschen Multiplayer-Fahrt. Und ich bin gespannt, was du da ankommst. Er hatte mich nämlich so ein bisschen auf die Folter gespannt. Er fährt seinen alten Mercedes auf jeden Fall. Was ich schon mal sehr cool finde. Und er fährt einen Doppeltrailer mit dem Mercedes. Sehr schön. Na, das ist nur alte Technik, mein Freund. Ja. Alt gegen neu. Ja, weißt du, was der Unterschied ist? Was denn? Wenn du mal genau hinhörst, warte mal. Achtung! So hört sich Zuverlässigkeit an. So. Also auf jeden Fall ein geiler Truck. Ich habe auch erst überlegt, ob ich mir auch einen kaufe, aber in dem Account muss ich ein bisschen sparsam sein, in meinem Let's Play Account, weil ich so hohe Schulden habe. Weil ich wie immer finanziell super aufgestellt bin und super spielen kann. Deswegen, lass mal gucken, wo fährst du überhaupt mit deinem Trailer hin? Noch gar nichts bis jetzt. Ich habe noch rangehängt. Ach, das ist dein eigener. Wollen wir uns mal, soll ich mir auch mal einen kaufen? Mal wieder. Ja, das ist mein größter Aufleger, den ich habe. Ich guck mal, was ich für Aufleger. Ich habe, glaube ich, nur einen Aufleger, sonst würde ich mir mal einen kaufen. Wie viel habe ich denn? 35.000. Ja, das wird nicht reichen. Du kannst einen Kühlaufleger holen, dann habe ich auch einen Kühler hin dran. Ja, ich habe nicht so viel Kohle auf dem Account, da müsst ihr mal gucken. Und wenn die jungen Zuschauer, wer es nicht kennt, sucht auf YouTube mal auf Achse. Dann erkennt ihr diesen Lastwagen wieder. Absoluter Kindheitsheld, der Typ. Manfred Krug, absoluter Kindheitsheld. Gekühlt, 133.000. Ja, habe ich im Moment nicht. Was kostet so ein günstiger Anhänger? 33.000. Ja, gut. Ja, das könnte ich mir noch leisten. Ich guck mal aus. Kühler? Ne, ich nehme so einen normalen erstmal. Weil ich leider einen Kühler mir mit nicht leisten kann auf dem Account. Was ist bei dir normal? Coton oder Cutting Cider? Keine Ahnung, was heißt. Curtain Cider. Ja, gut. Alter, du Englischbauernhause hier. Curtain Cider. Das klang so, das sah so französisch aus. Ich dachte, das heißt Coton. Stimmt, das ergibt ja auch Curtain Cider. Ja, Curtain Cider. Alter, da macht mich fertig. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Jetzt heißt er für mich nur noch Coton Cider. Curtain Cider hast du für 33.700 Euro gekauft, ne? Wir müssen in die Richtung Frankreich fahren, weil ich den Coton Cider nutze. Das war auch kein französischer Akzent. Das hört sich an wie Coton Cider, Alter. Der macht mich fertig, der Kerl. So, was wollen wir denn für Farben nehmen? Was ist denn unsere gemeinsame Farbe? Keine Ahnung, ich hole mir jetzt auch einen Coton Cider. Curtain Cider. So, ich guck mal. Oder was haben wir denn überhaupt für Lackierungen, was wir nehmen könnten? Sunrise, langweilig. Ja, eine EU brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Was habe ich denn? Ich finde den eigentlich ganz cool. Spurs of Fire. Siehst du den? Mein Truck ist ein bisschen schlicht dafür, muss ich sagen. Aber sonst ist der cool. Na, Spurs of Fire kenne ich, ja. Ich würde aber gerne ein bisschen... Hier ändert sich ja gar nichts von den Farben, wenn ich hier was umstelle. Das hier, ich mach meinen Aufleger Firmen originalgetreu. Was heißt Firmen originalgetreu? Weißes Dach, blau an der Seite. Das mach ich. Ich mach das so ähnlich. Dass wir ein bisschen einheitlich sind. Weil Manfred Krug, also auf Achse die Sendung hat, ist auch so blaue Seite, grau unten und weiß oben. Ja, nehmen wir das. Was können wir eigentlich hier noch umstellen? Ein paar mehr Lichter ran machen. Gut, das ist ein bisschen unnötiger Schickstack. Ja, können wir später noch machen. Wir haben nicht so die Kohle. Ich würde sagen, Originalpreis. Oh, warum kostet das jetzt Aufpreis hier? 38.000, habe ich das? Nee, habe ich natürlich nicht. Ändert die Farbe. Die Farbenänderung kostet so viel Geld. Die kostet 8.000. Ja. Machen wir ganz schlicht. Sind wir bei 32.000. Ja, oder wir machen einfach blau. Bläulicher Anhänger finde ich ganz cool. Bisschen. Ja. Oder wir nehmen so Silber, wie ich bei dem Truck auch habe. Musst du wissen. Ja, ich weiß noch nicht genau, welche Farbe ich bei Silber habe, aber ist in Ordnung. Nehmen wir so ein Silber dann erstmal. Wir können später immer noch einfärben.
Aber ich würde gerne auch mit eigenen Anhänger fahren. Wir kaufen den mal und wir bringen den nach Hannover. Hannover, wir sind in Kassel. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Garage in Kassel. Ich muss jetzt mal ganz kurz... Ich weiß nicht, ob ich jetzt zurück nach Hannover gespawnt habe, wenn ich mir den jetzt anhänge. Jetzt nutzen. Er wird in der Garage in Hannover auf dich warten. Okay, dann müssen wir nochmal kurz nach Hannover fahren. Da mache ich nochmal... kurz nach Hannover fahren, das ist so eine Aussage. Hä, von Kassel ist es jetzt keine Strecke. Ich mache mich auf den Weg Richtung Hannover. Alles klar, weil ich werde es mal... Ach, mein Aufleger. Ich brauche ein bisschen Trailers Garage, okay. Ich muss das mal... Ich muss... Bei mir habe ich den Trailer in Kassel untergeparkt, also hier. Hm. Ich komme dann gleich nach Tepet. Jo. Ich könnte mir auch TP'en, aber nee, ich will fahren. Und ich möchte jetzt mal... Geile Benzin-Rückspiegel an hier. Bist du hinter mir? Natürlich. Das war übrigens sehr knapp vor der roten Ampel angehalten. So, dass ich sie von innen nicht mehr sehe. Alter, der Soundkulisse von meiner Kiste ist aber besser als deiner. Hundertprozentig, richtig. Hörst du es vorne auch, oder? Ich höre das. Ah, ich fahre mal in die Garage. Hast du dir eigentlich schon ein Ziel überlegt, wo wir hinfahren? Nö. In welche Richtung? Irgendwie, ich würde mir Österreich gerne nochmal angucken, das habe ich hier im Let's Play eh noch nicht gezeigt. Oder wir fahren Richtung Spanien raus, da war ich im Let's Play auch noch nicht. Ja, also Österreich hört sich gut an. Den Rest müssen wir mal gucken einfach mal. Ja. Ich glaube, Frankreich und Spanien habe ich gar nicht, das DLC gar nicht, ne. Achso, was hast du denn alles? Alle Länder, die wo irgendwie wichtig sind. Nee, England habe ich, Norwegen, Schweden, Poland. Ich sage immer Poland mit Absicht. Deutschland oder Germany, Netherlands, Belgien, Luxemburg. Italien und, auch? Italien habe ich nur bis zu die ersten paar Stationen. Achso, okay, da hast du das. Die Italien, die ist hier auch nicht. Nee, ich muss mal die alle mal kaufen, Stück für Stück. Ja, wir können ja erstmal so ein bisschen hier die Neuerung der Karte von SCS angucken, die sie jetzt erneuert haben. Also kommen jetzt, Erfurt haben sie schon erneuert, Frankfurt ist angekündigt, dass sie es neu machen, Stuttgart ist erneuert, aber das ist alles noch nicht draußen. Ich meine, wir könnten noch die Beta spielen, aber ich weiß nicht, ob man in der Beta Multiplayer spielen kann, keine Ahnung. Aber nee, Hannover haben so groß überarbeitet. Warst du schon mal in dem neuen Hannover? Ja, ne? Ja, war ich schon mal oben, das sieht schon mal gut aus. Da haben sie die Stadt aber vorher. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Hannover so überarbeiten. Der Bich ist blöd. Ach, Garage Manager ist er ja. So, die Strecke kennen wir jetzt. Das sind wir in der letzten Folge genau hier runtergefahren. Naja, gut. Dafür fahre ich sie jetzt umso schneller wieder zurück. Abbiegen. Allerdings hatte der Aufleger von auf Achse nicht eine graue Seite und ja, okay, ich habe okay, die Farbe war doch anders, der war silber und blau oben silber. Muss ich gleich noch umfärben die Kiste. So, ich fahre schön über die A7 hier hoch. Sag mal, was ist Gondit hier eigentlich mit 50 rum? Das soll man mal auch sagen, für Leute, wo es nicht wissen, mein Vater ist ein LKW-Fahrer, der fährt seit 25 Jahren oder ist seit 30 Jahren Lastwagen. Sehr cool.
Datsche von Autos, Gas, Spezialtransporte, Castor, Schwertransporte. Und jetzt fährt er bei unserem Cousin nebendran. Jetzt hat er doch 20 Jahre lang Milch gefahren und andere Sachen durch ganz Europa bis rund nach Kasachstan. Also der ist wirklich ewig weit gefahren. Also bist du da auch öfter mitgefahren wahrscheinlich? Ja, ich war dabei. Ich war sogar einmal dabei. Das ist immer, lass mich jetzt nicht mein Gedächtnis nicht lügen. Wir sind losgefahren hier in München, ganz normal, da wo ich in der Nähe wohne. Hm? Nach Tschechien, hoch nach Polen. Von Polen runter, hoch Russland. Und Russland haben abgeladen, Nähe Belarus. Ach krass, Weißrussland da, ja. Genau, und das war bis jetzt die längste Strecke, wo ich mitgefahren bin. Außer die allerlängste, wo ich bis jetzt dabei war, war hoch auch da vorbei. Nach Dänemark, Kopenhagen hoch nach Schweden und ganz hoch irgendwie so ein kleines Dorf war das. Es war auf jeden Fall direkt an der Küste oben. Das war auch einer der weitesten Wege, wo ich mitgefahren bin. Okay, also der... Ja? Ja, ich wollte sagen, ich mache jetzt gerade so ein kleines Elefantenrennen. Aber der hat keine Chance gegen mich. Erzähl weiter, Entschuldigung. Nur kein Thema, aber wie gesagt, ich kann es überlegen. Ja, wie gesagt, das war einer der längsten Touren, wo ich dabei war. Da waren wir wirklich tagelang unterwegs und wir haben auch noch England Milch gefahren. Wir sind runtergefahren. Ganz in der Schuhspitze von Italien war ich schon. Frankreich, Spanien haben wir schon gefahren. Und auf Griechenland war ich schon mit LKW, mein Vater. Weil Griechenland war, cool. war eine Zeit lang mal Milchmangel und dann sind hier LKWs von Milch losgekarrt worden. Da waren wir mit dabei und da bin ich auch mitgefahren. Das war absolut genial. Wann war denn das ungefähr? Boah, das ist schon, da war ich 13, 14, also da war ich schon ein bisschen jünger. Das ist jetzt locker über 10 Jahre her, weil jetzt fährt er bei meinem Nachbarn und bei unserem Cousin fährt Kies. Und er hat einen Arbeitsweg von 10 Meter. Das. Und kommt jeden Tag nach Hause. Vorher war er 2 Wochen am Stück immer weg und das ist halt der Nachteil an dem Job. Ja, ja, das ist halt, wenn du so ein bisschen nur lokal fährst, sag ich mal in Anführungszeichen, dann hast du ein bisschen bessere Arbeitszeiten, beziehungsweise bist du aber zu Hause. Genauso sieht es aus. Und er ist halt ein Fährverkehr lokal, weil er ist ja dann gegangen. Er war ja Sicherheitsmanager und Gesundheitsbeauftragter in der Firma, aber er hat dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt, weil ja. Die Welt verändert sich. LKW-Fahrer werden nicht mehr so respektiert, wenn sie respektiert werden sollen. Und ja. Es wandelt sich. Der Zahn der Zeit nagt an jeden. Ja. So, wir sind jetzt hier schon kurz vor Hannover. Da hier müsste eigentlich irgendwo Hildesheim in der Nähe sein, wo wir gerade sind. Und da kommt schon Ausfahrt Hannover Messe. Wir fahren aber weiter durch. Aber ich bin wirklich noch gespannt, was die normale SCS-Karte so langsam bietet. Ne? Also an vielen Ecken hat sich schon deutlich verbessert. Die Straßen in Deutschland haben sie ja schon mal alle überarbeitet, die ganzen Autobahnen. Jetzt kommen die Städte anscheinend dran. Und dann nachher braucht man keinen Promos mehr, auf gut Deutsch gesagt. Oder keine Map-Erweiterung, weil die SCS-Karte wahrscheinlich auf dem gleichen Level dann irgendwann ist. Was ich schon krass finde. Obwohl Promos hat schon Ecken, die verdammt gut aussehen. Ne? Ja, Promos wird es auf jeden Fall nicht ersetzen, das ist schon mal klar. Ja. So. Schön jetzt auch hier im Sonnenuntergang. Jahreszeiten werden halt noch toll, ne? Meinst du, es wird irgendwann ETS 3 geben? Nee, die reiten ETS 2 komplett aus. Irgendwann vielleicht mal in zig Jahren. Weil ich glaube... Ja, hier kann ich... Doch, hier muss ich sogar raus. Weil irgendwie so Jahreszeitenwechsel wäre schon mal was Tolles, was wir noch einbauen könnten. Ich fände halt so einen Ansatz wie Trains in World sehr cool, ne? Also, vielleicht mit ein bisschen mehr Realismus, aber von der Idee so rumlaufen und sowas, weißt du? Und in der Welt rumlaufen können, deinen Truck hinten aufmachen müssen, ich weiß ja nicht, abladen, das wäre doch ein bisschen schwer zu machen, dass du dann wirklich den auch, also, ist ja eigentlich auch, kommt drauf an, dass ein LKW-Fahrer selber ablädt, kommt vor, oder relativ häufig sogar vor, aber... Immer öfters. Ja. Aber... Ich weiß nicht, ob man das darstellen könnte. Aber auf jeden Fall wäre es cool, wenn man rumlaufen könnte. Ja, so ein paar Sachen machen könnte halt, ne? Ereignisse wären natürlich Bombe.
einen platten Reifen zum Beispiel. Und wenn mal ein Reifen wegfliegt, dann macht es nämlich ganz laut Bumm. Ja, das ist so, als würde die Faust Gottes auf deinen Lastwagen einschlagen. Du guckst so viel Sascha auf LKW-Tour. Der sagt ja. Das doch immer so. Ja, ist es aber wirklich so. Ja. Das wär ein witziges Event. Dann schlägt er auf einmal aus und du musst wirklich den halten. So viel zu schnell war ich doch jetzt auch nicht, Polizei. Ach, ohne Licht fahren, ja. Ist aber hell. Oh, ich habe noch 111 Dollar, oder 111 Euro habe ich noch. Mann, bin ich reich hier wieder. Ich bin gleich wieder im Minus, wetten wir, weil ich hier Ausgaben über Ausgaben habe. Also ich habe noch 1,2 Mille erarbeitet bis jetzt. Ja, auf dem Account bin ich total in den Miesen die ganze Zeit. Also das ist ja tatsächlich derselbe Account, mit dem ich 2013 dieses Let's Play begonnen habe. Das ist das Interessante. Also ich habe den Account nie gewechselt und ich bin jetzt wirklich nicht bei Folge 100 oder so. Und es ist ja auch ein Fortlauf. Es ist, glaube ich, einer der langfristigsten Let's Plays, die ich mache. Es ist fast 100 Folgen, aber es läuft halt schon gefühlt, ja, 10 Jahre. Ja gut, bei mir muss ich sagen, ich spiele diesen Account seitdem, dass das Spiel rausgekommen ist. Ach, du hast es dir direkt beim Release geholt? Ja, ich spiele das Spiel seitdem, dass es released ist. Also ich habe jetzt da drauf... Ja, also auf meinem zweiten Account, erster Account habe ich nichts... Oh, Dedicated Server kannst du jetzt machen. Wie geil ist das denn? Auf meinem ersten Account habe ich 297 Stunden, auf dem zweiten Account habe ich 2476 Stunden. Mhm. Also ich habe da schon einiges auf der Glocke gefahren. Ach, du stehst hinten schon an der Werkstatt, an der Garage, sehr schön. Ich bin beim Tanken. Ich hoffe, dass hier schon wieder eine Polizei hier steht, weil ich hier gerade mit 90 durch die 50er-Zone knalle. So. Und links rum. Wie viel kostet Quante die Karte? Das wird mir mal interessieren, das mal. Open World 18 Erweiterungen. Ah ja, Italien. 17 Euro, okay, das wird so eine Stück für Stück gekaufte Geschichte werden. Ich finde, die Update-Preise sind ja auch in Ordnung, für wie viel Strecke dazu kommt, ne? Ja, es ist ja auch nicht Dovetail. Ja. Und das war ein direkter Front. So, ich wollte meinen Anhänger jetzt hier anhängen. Wo steht denn der? Der müsste hier irgendwo rumstehen. Außen links. Außen links, ich guck mal. Ja, da ist er. Dann hängen wir den mal an. Relativ schlicht gehalten. Aber ich hatte auch nicht die Kohle für die fancy Lackierung. Holen wir uns auch noch irgendwann. Aber ich finde auch die Lackierung meines LKWs echt schlicht, aber schön mit dem Scania. Also. In RTS habe ich jetzt teilweise ein bisschen abgespacederes Design gehabt. Ach, ich wollte keine Musik anmachen. Ich wollte darauf klicken. Ich habe Musik am Laufen. Ich habe mein Russenradio wieder an. Stimmt, das könnte man ja eigentlich sogar. Nee, füge ich nachher Musik ein. Das mache ich. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang ja ohne Musik aufgenommen, aber ich überlege tatsächlich mal wieder Musik einzubauen. Was ich mache, wenn ich aufnehme, mal so als Idee für dich. Ich habe bei OBS immer Audiorekordern, dass ich nur dieses Spiel aufnehme. Da kann im Hintergrund alles Mögliche passieren, von Anrufe bis zur Musik hören. So streame ich auch. Ich habe die Musik auf meinen Kopfhörern, aber OBS nimmt nur das Spiel auf. Ja, könnte ich auch mal wieder einstellen. Kenne ich ja die Einstellung, aber ja, ich erwarte jetzt ja nicht irgendwie große Störung. So, wo wollen wir hin? Ich habe Innsbruck hier als Idee Richtung Österreich. Achso, du jetzt guckst gerade in die Karte rein. Guck gerade, was wir für Aufträge haben. Hast du Linz schon Linz? Schon Cargo Market, oder? Ich bin schon wieder auf dem falschen Markt, ja. Ja, nicht, dass du einen Aufleger hast, sondern brauchst du die Fracht. Ja, ich weiß, ich habe nur gerade. Da habe ich nur gerade wieder. Ich wollte wieder einen falschen Auftrag annehmen. So, Frachtmarkt wollten wir drauf. Genau, Frachtmarkt. Jetzt gucken wir nochmal im Frachtmarkt. Ich hätte was nach Graz. Salzburg habe ich. Habe ich schon mal. Innsbruck habe ich. Gucken wir, ob wir Graz auch haben. Also, Linz habe ich auch. Nee, Linz war nur bei den anderen Aufträgen. Ich habe auch Innsbruck. Innsbruck ist gut, das habe ich nicht mehr auch. Dann lass uns Innsbruck fahren. Ich habe eine Pumpe nach Innsbruck. Ich, Gerüstmaterial.
Warte mal, ich schaue, was gibt es sonst noch, was noch? Innsbruck, Linz, Brüssel, Odensee, Prag. Also hier gibt es in alle Himmelsrichtungen, oder leck mir Marsche. Nee, es gibt nur das eine. Okay, GPS als Destination. Gut, dann nehmen wir Innsbruck, ne? Jo. So, ich würde auch sagen, wir haben schon wieder 27 Minuten voll. Dann hole ich mir noch meinen Auftrag und dann in der nächsten Folge fahren. Ich bin ein Profi. Wo habe ich mich jetzt festgefahren? Ach, hier links. Okay. Wo musst du den Auftrag holen? Bei welcher Firma? Ich guck gleich mal. Moment. Ich muss mal kurz auf der Bahn. Ich weiß nicht genau, wo ich, das ist jetzt hier. Also ich hole bei diesen komischen, wo aussieht wie ein Bett. Aussieht wie ein Bett. Warte mal, ich schau mal, wo ich hole. Links neben FCP hole ich das. Ich hole es an einer Messe. Cool, ich fahr zur Messe. Was ist die Messe denn bitte? ITR. Ach, du bist bei ITR, okay, dann machen wir es so. Da fahrst du dahin, ich fahr zu meiner Ding her und dann machen wir, dann fahren wir nächste Folge weiter. Genau, so machen wir das. So. So, ich hole jetzt erstmal einen Auftrag hier noch. Dann an dem, wenn ich den Auftrag eingeladen habe, beende ich die Folge. So. Schau mal den alten geilen Benz an hier. Wird zu langsam dann, alter Benz. Ja, warte ab, bis er jetzt in die Gang kommt, wenn er leer ist. Jetzt zieht er an. Ja, aber wir dürfen eh nur 50 hier. Achso, da war ja was. Ich habe keinen Bock, gleich schon wieder Geld zu bezahlen zu müssen. Ich bin nicht so reich wie du. Weißt du, was das Geile ist? Du hörst, hörst du gerade meine Mutter? Mhm. Pass mal auf, wenn ich... Also nicht, habe ich vorhin gehört. Nee, im Moment höre ich nicht. Zu weit weg. Warte mal, fahren wir neben mir schnell. Ja. Ah, hier ist eh zweispurig. Okay. Ja. Warte mal. Neben dir. Sag mal, wenn du den Motor hörst. Ja. Ja, hör ich. Achtung, warte mal, ich schalte mal richtig hoch. Und Achtung. Jetzt. Ist schon geil. Guck mal, das Fenster konnte man irgendwie auch runter machen. Weißt du, welche Taste das ist? Oh, ich hab keine Ahnung, wenn das Fenster runter. Du kannst links rausgucken, ja. Du kannst aber irgendwie ihr Fenster runter machen, neuerdings. Egal, man hat's gehört. Retarder, meine Freunde. Absolut geil bei der Kiste. Dieses Scheppern von dem Motor, ich liebe es einfach. Oh, Ampel. Ja, komm. Beim Anfahren ziehe ich dich ziemlich ab. Ja gut, ich war jetzt ja gerade im 10. Gang, ne? Ja, ach, du fährst ja mit Gangschaltung. Ich fahre ja Automatik. Bin eine Zeit lang auch mit Gangschaltung gefahren, aber dann mit Controller. Warte mal, jetzt machen wir uns mal hier fair. Stell mich mal neben dir. Ich bieg rechts ab, ich bieg rechts ab. Ja, aber dann damit abbiegst schon mal, ja. So. Das wird ein sehr kurzer Sprint, hein? Oh, der Schepper von dem Motor, ich liebe es einfach. Na gut, das sieht schon gut an. Das ist aber klar, du hast einen neuen Motor drin und alles. Ich habe einen fetten Motor drin mit dem Scania. Weißt du, was lustig ist? Es gibt für dieses Modell, also für diesen Mod, gibt es einen 600 PS Motor. Dann schießt du nicht raus mehr. Aber der hat leider diesen Sound nicht. Der hört sich nicht so an. Das ist doof. Der hat dann so ein schrilles Pfeifen und das hasse ich überhaupt. Ach so. Turbolader pfeifen. Ja, aber konstant. Richtig grill, schrell und konstant. Und ich liebe aber diesen alten Sound von diesem Motor. Jetzt geht's wieder zur Messe. Waren wir irgendwie, ist das genauso wie letzte Folge. Da bin ich nämlich auch zur Messe mit runter nach Kassel gefahren. Aber egal. So. Ach, Differentialsperre wollte ich nicht einschalten. Ich wollte Tempolimit einschalten. Differentialsperre hat die Kiste bei mir noch gar nicht. Ich bin ja gerade bei einem Shop. Ich schau mal kurz, ob ich den größeren Motor reinklatsche. Kann gucken, was passiert. Mhm. Da kann ich mal schnell. Oh, der hat geschlossen. Muss ich weiter rechts fahren. Mal schnell hier. Also für Leute mit Geschmack werden den Benz lieben.
Weil es gibt hier so viele ETR-Spiele. Oh, ich fahre nur das Neueste und hier und da. Es geht mir auf Keks. Es gibt ja leider auch nicht so Oldtimer im Originalspiel, ne? Ja, das ist ja halt eben der Punkt. Das hasse ich ja eben. Ich will ja auch Oldtimer haben. Ich finde halt, ich würde mir bei American Truck Simulator immer diesen... Kennst du, als die Amis noch keine Langerhauber hatten? Da gibt es so geile Trucks. Ja, diese kurzen Ami-Trucks. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, kenne ich. Diese kurze... Ja, das war rot. Keiner gesehen. Jetzt bin ich im Minus... Nee, doch nicht. Warum habe ich 2800 auf dem Konto? Wofür? Ich war doch bei 111. Ach, ja, ich habe ja Angestellte. Fällt mir gerade erst ein. Aber die sehen auch so cool aus. Was könnte man noch so fahren? Oh, aber wiederum finde ich dann in Europa die Langhauber cool, die alten. Den alten Volvo-Langhauber aus Europa. Der hat irgendwie auch einen Stil, weißt du? Ja. Muss ich auch mal installieren. Was habe ich eigentlich alles rumfliegen, ne? Also bei der nächsten Folge treffen wir uns mal erstmal in Hannover bei den Reparaturshop, würde ich sagen. Mhm. Weil ich will da was demonstrieren. Ich komme da gleich dahin. So, warte mal, ich wollte jetzt, wie gesagt, einmal noch, ich werde jetzt hier einmal kurz hinfahren, werde die Sachen einladen und dann werde ich genau den Cut setzen, wenn ich Sachen einlade. So. Ja, ich muss nämlich auch jetzt gerade noch erst das Zeug abholen, deswegen. Ich muss auch echt gleich pennen gehen. Ja, da muss ich hier links drauf jetzt mal pennen, beziehungsweise mir einen Kaffee holen. Kann der Multiplayer nicht wirklich pennen. Ich fände es irgendwie noch schön, wenn es bei diesen Multiplayer-Sachen eine Funktion geben würde, wo da beide Zeit überspringen. Also so ein bisschen wie bei Minecraft. Ja, beide, genau. beide im Bett sein müssen, um damit es dann ein bisschen überspringt. Ich weiß, dass ich müde bin. Nachts. Jetzt sehen wir die Messe noch bei nachts. Ist doch auch schön. Letztes Mal haben wir am Tag gesehen. Kann man auch durchaus mehrmals angucken. Die sieht übrigens ziemlich original aus. Ne? Ich war ja schon öfter hier auf dem Messegelände. Das haben wir schon echt gut umgesetzt. Ich muss auf jeden Fall meine Lenkung hochdrehen. Die ist nicht schnell genug. Was war das denn? Was? Ich bin gerade voll in so Poller reingedonnert. Aber volle Möhre. Vor allen Dingen, ne? Reaktion wie eine Bahnschranke, echt so. Einfach so. Ich fahre drauf zu, mache und bremse irgendwie eine gefühlte Sekunde später und weiche aber auch nicht aus. Weiß auch nicht warum. Du arbeitest ja auch bei der Bahn. Ja, ich bin offiziell Schranke. Das ist ja angestellt als Schranke. Ich definiere mich nicht als Mann oder Frau, sondern als Schranke. Weißt du, worauf ich hier Zunge habe? Schranken? Nee, Pommes. Warum Pommes? Kennst du nicht Pommes Schranke? Nee. Pommes Schranke, Pommes mit Ketchup und Mayo. Ach so. Weiß nicht, wo der Begriff herkommt. Nee, alle, ich bin Bayer. Bei uns gibt's aber nicht. Da gibt's Pommes rot. Maximal weiß. Ja, sei ja, beides kombiniert. Ja, habe ich auch schon mal gegessen. Aber du bist ja auch so ein komischer Dude, der nicht kapiert, warum Pizza Hawaii so genial ist. Pizza Hawaii ist dreckig. Nein, es ist das Beste der Welt. Du hast einfach keinen Geschmack. Okay, ganz ehrlich, Leute, hier im Chat, also Chat, ja, wir sind nicht live. Tut's mir denn gefallen in die Kommentare. Schreib bitte rein, Pizza Hawaii ja oder nein? Pizza Hawaii ja, 100%. Ihr wisst einfach nicht, diese wunderbare, leckere Pizza mit dem Schinken und dann kommt die erfrischende Ananas drauf. Ich bin nächste Woche in Hannover. Ich sag's dir, ich mach dich Curry. Kannst du mir ja, Curry esse ich auch, Currywurst. Ich mach dich Curry, mein Freund. Du darfst nicht vergessen, ich habe immer noch die Kontrolle über einen Zug, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ich sitze am längeren Hebel, mein Freund. Ich kann die Reisen alle zu dir lenken. Es hat die fast Laternen so fast umgenagelt. Die Nagel Group. Fährst du für die Nagel Group? Dein Kommentar ignoriere ich jetzt einfach mal. Aber wenn es um Nageln kommt, ruft mich an. Ich kann gut nageln.
kommentarlos. Einfach nur, er ist ruhig. So, ich habe meinen Trailer abgeholt. Ich bin jetzt wieder bei der Reparaturstation. Ich habe auch gehört, du bist gut mit Vögeln. Ja, mein Freund, ich bin der Zugvogel. So ein T-Shirt müsstest du dir eigentlich mal holen, Zugvogel. Das kommt hinten auf den Rucksack. Ich bin der Zugvogel. So. Du musst dir dein T-Shirt noch kaufen, mein Freund. Ich muss mir mein T-Shirt noch kaufen. Ja, oder gibst mir deine Adresse, dann kaufe ich es für dich, weil du kriegst es eh nicht auf die Kette. Ja, ich denke nie dran. So, ach ja, ich wollte hier Pause. Nee, ich fahre jetzt so kurz hier. Ich mache Pause, wenn ich hier. Oder ich beende die Folge, wenn ich da auf Pause auf dem Rasthof stehe. Rasthof. Ich mach's aus! Fahren hier eigentlich auch Nachtstraßenbahnen? Nee. Das ist ja. Du machst das nachts keine Straßenbahn. Ich rast aus. Ich raste aus hier! Wo war das denn? Ach, Pastewka. Jetzt heißt die Anker wie so eine alte Omi. Kennt jemand Serie Pastewka? Mit Volker Pastewka, dem Vater. Ich raste aus hier! Ist alles im Arsch! Oh, ich hab mich ja festgefahren. Ich raste aus! Ich schau mal kurz, wie er sich jetzt anhört, der Motor. Komm ich hier rum? Nee, gefällt mir nicht. Komm. Ja, genau so. Perfekt. So, dann stellen wir uns hier kurz hin. Trinken ein Käffchen. Und dann geht's gleich weiter. Beziehungsweise, ich beende jetzt die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's zusammen mit dem Mr. Junkie Play Richtung Österreich. Bis dahin. Banana. Tschüss. So. Jetzt drücke ich einmal E und zack, dann ist morgen und dann. Ach nee, es ist ja gar nicht morgen. Ich verwechsel das immer. Das du bist ja auch so eine Banane, ey. Gut, dann moderiere ich mal wieder an. So, willkommen zurück hier nein. bei. Warum nein? Wir sind nicht zurück.